So, da sind wir ja wieder. Im letzten Part haben wir ja unseren Amiibo eingescannt und der hat uns ja einen Hinweis gegeben, wo ein weiterer Mond sein soll. Toll, wenn man zwischen das Spiel neu startet, dann ist er weg. Oder ist das der? Nee, das ist der. Das ist ja hier. Hier war das doch mit der Stelle. Kann ich da irgendwie Markierung setzen für mich noch was auf der Minimap? Nö. Okay, aber das heißt, das muss ja eigentlich diese Wand hier sein. Ja, wir haben endlich genug Monde zusammen. Und da kann man auch werfen und so. Der glitzert ja tatsächlich. Guck mal. Können wir den jetzt eigentlich mal kaputt machen? Nein. Okay. Ah, jetzt aber. Guck mal, tatsächlich. Hier ist noch ein weiterer Mond. So, Rollfels im Wald. Der hat aber auch lange gebraucht, bis der kaputt geht. Schlimm, schlimm, schlimm sowas, ne? Und jetzt ist der nämlich auch weg. Und jetzt können wir natürlich weitergehen. Hier haben wir natürlich noch weitere Schnellreisepunkte. Hier war der Schnackerkehlchen. Okay, wenn er so heißt, dann heißt er halt so. Und hier soll es aber bestimmt noch mehr Monde geben. Aber wie war das jetzt noch? Kann man hier noch irgendwo... Kann man nicht noch irgendwie weitere Monde anzeigen? Oder diese... Guck mal, hier war das noch. Guck mal, diese Liste hier, ne? So... Die haben wir alle schon eingesammelt, aber die hier, 13, 14, 15 und so nicht, guck mal, es gibt hier halt wirklich sehr viele Monde. 54 Monde gibt es allein hier. Ja, sind viele, sind wirklich viele. Und ich glaube, wenn mit euch auch im anderen Gebiet sind auch ähnlich viele. Guck mal, hier kann ich zum Beispiel mal hoch, da oben war ich ja zumindest, wie ich weiß, noch nicht gewesen. Aber dafür brauche ich mal so ein Wachsmal-Ding jetzt bei uns. Also wollen wir nochmal schauen. Was haben wir hier nochmal im Shop? Also hier kommt man nochmal den Krams kaufen. Hier kommt man den Frostland-Mond noch holen. Den kaufen wir uns dann auch noch einmal. Und schon haben wir auch einen weiteren Mond für uns. Shopping im Robohain. Also allein fürs Einkaufen gibt es auch immer einen Mond. Und dann können wir uns hier auch noch ein Outfit kaufen. Noch mehr Outfits. Oder hier in Badehose, die Punkte-Shorts. Ja, total entspannt, ne? Total entspannte Sachen. Oder hier auch Mechaniker-Outfit. Kaufen wir uns doch selbstverständlich. Ach komm, ziehen wir uns um. Ich meine, im letzten Part sind wir mit dem anderen Outfit rumgelaufen. Von daher können wir jetzt auch damit rumlaufen. Ja, machen wir. Ja, wir kaufen gerne irgendwann wieder bei dir. Irgendwann. Tada! Sehr schön. Ah, sogar mit der Cap so nach hinten gedreht und nicht nach vorne. Auch gut. Und dann... Pff, das war ja wohl nichts. Das war wohl überhaupt nichts. Aber ich brauche mal hier jetzt so ein Wachsi... Wachsmal... Wachsmal... Uproot heißen die im Englischen. Weil... Die gehen hoch und wachsen und so. Also, wisst ihr? Und die waren ja alle. Guck mal, hier kommt nämlich schon der erste. Guck mal her. Dich übernehmen wir. Ui, und dann geht's nämlich erstmal zurück. Ah, Gefahr. Richtig. Ich bin nämlich so gefährlich. Ich bin nämlich nur ein kleiner Uproot. Keine Ahnung, wie die. Ob die einen deutschen Namen noch haben oder nicht. Aber wir haben erstmal einen Namen, wie man das ganze Ding nennen kann. Und jetzt sind wir halt hier irgendwo. In dem Gebiet. Und hier wachsen noch weitere. Abruf. Und schon haben wir dich auch klein gemacht. Okay, und dann kommen wir hier auf den Baum rauf. Seht ihr? Solche kleinen Sachen kann man hier noch machen. Und noch weiter, 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 weiter. Was uns das bringt? Guck mal hier. Noch ein weiterer Mond. Oben auf den hohen Baum. Richtig. Okay. Sehr schön. Und da haben wir noch weitere von den kleinen Münzen. Oh, das war ja doof. Weg mit dir. Wenn du mich kaputt machst, mache ich dich auch kaputt.
So einfach ist das. So, gucken wir nochmal auf die andere Seite. Hier hinter. Hier ist nichts. Ah, hier kommen noch ein paar Sachen vielleicht raus. So, dich haben wir jetzt einmal ausgeschaltet. Diesmal brauchen wir nicht ganz so doof anstellen. Da haben wir wieder einen Schalter. Und da geht es auch irgendwie hoch. Aber wie ich da hochkomme, ist mir ein kleines Rätselchen. Die brauche ich trotzdem noch einmal. Warum ist hier ein Lagerfeuer? Okay. Kann ich damit interagieren? Nein, erstmal nicht. Okay. So, legt man den Schalter hier um. Und somit haben wir einen weiteren Gang freigeschaltet. Okay. Dann haben wir noch mehr. Uproots. Und damit haben wir hier auch die Möglichkeit, einmal hier nochmal 3 weitere Münzen zu sammeln. So. Und da ist noch ein Feuerbro. Feuerbro. Hi, was geht? Weg mit dir. Und da haben wir noch einen. Achso, jetzt sind wir hier oben auf der Seite. Okay. In dem Gebiet. Raub auf die Klippe. Raub auf die Klippen zur Nuss. So heißt das ganze Ding. Okay. So, wenn ich jetzt noch einmal hier hinschaue. Da waren wir schon gewesen an der ganzen Kante. Da drin waren wir schon gewesen. Und hier auf der Hinterseite waren wir auch schon irgendwie gewesen. Okay. Gibt es jetzt auch also noch irgendwas? Warum ist der schon wieder da? Nein, wir gehen wieder bergab. Okay. Aber schon mal 2 weitere Monde in diesem Gebiet gesammelt. Sehr schön. So, geht's jetzt mal weiter. Du bist auch schon wieder da. Kann ich nicht du werden? Naja, nicht so, aber in etwa, ne? Toll, jetzt bin ich wieder hier. Dann muss ich mich da erstmal einmal wieder hinbewegen. So, okay, jetzt nochmal die Möglichkeit. Hier bin ich auch gerade gestorben, richtig. Und dementsprechend habe ich ja auch wieder... Warum stirbt der denn jetzt? Das war fies. Das fand ich jetzt doof, dass du jetzt stirbst. Mach doch nicht solche Sachen mit mir. Da ist auch noch so eine komische Schleuder. Okay. Was bringt die denn? Okay. Ah ja, okay. Dann kommen wir einfach ganz hier nach oben. Na gut. Na gut. Okay. Well, ich wollte hier nicht hin. Dann lass mich gleich wieder runter. Können wir jetzt auf jeden Fall nochmal uns gucken, ob der Firebro wieder da ist. Da ist er ja gleich wieder. Somit haben wir einmal schon mal das. Und jetzt können wir dich übernehmen. Sehr schön. Okay, das soll ich aufpassen. Das ist durchaus möglich. Ah, aber guck mal. Damit habe ich das Feuer angezündet. Sehr schön. Aber ich glaube, weitere Feuerdinger gibt es hier jetzt nicht, ne? Weg mit dir. Erstmal wächst gleich nach. Aber gut zu wissen, dass es hier so, dass es noch machbar ist. Gibt es mehr solche Feuerstellen? So, jetzt. Geh mal weg hier. Und jetzt gehen wir wieder zu dieser Schleuder hin. Und dann rennen wir doch nochmal und schauen wir doch nochmal, was wir denn damit anstellen können. So, jetzt haben wir einfach mal hier das Feuer. Das gibt mir ein Herzchen. Pass auf, was du mit deiner Feuerkugel anstellst. Voll. Dass die auch so lange überleben durften. Aber vielleicht haben wir da oben ja noch ein paar Sterne. Monde. Oh, Sterne, Monde.
Kartoffeln, alles Mögliche. Warte mal. Warte mal, was? How? Ich wüsste nicht, dass ich hier schon mal war. Oder? Ich weiß es nicht. Aber interessant. Weg mit dir. So, okay. Die bebt auch die Erde. So, geht irgendwie nicht auf den Nerv. Hier haben wir noch mehr. Sind das diese zerstörbaren Steine? Das sind doch solche. Das sind solche zerstörbaren Steine. Hier ist ein T-Rex. Hier ist ein Dino. Was ist das hier für ein Ort? Also ich glaube, ich war hier wirklich noch nie gewesen. Ich kann hier als Baum rumlaufen und krieg einen Mond. Okay, hier war ich. Ich glaube, ich war hier noch nie gewesen. Es kommt mir irgendwie so unbekannt vor. Okay. Warum dampfst du hier? Hier ist doch nichts gewesen. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja wirklich anders merkwürdig. Okay, kann man da rein in diesen Baumstamm? Nein, okay. Ah ja. Jetzt mal, was ist das hier? Mit einer Pflanze könnte das schöner aussehen. Ja, das stimmt, könnte vielleicht sein. Also muss man hier was finden. Pflanzentechnisch. Leute, das Licht. Da kommt unser Licht runter. Da haben wir noch mehr lila Münzen. Okay. Ich meine, wenn man runterfällt, dann ging ja eigentlich davon aus, so, ich werde hier gleich sterben und so, ne? Aber dass das passiert. Davon ging ich jetzt wirklich überhaupt nicht aus. So, damit haben wir 65 von den Münzen. Schon wieder war hier so eine Dampfwolke. Okay, ich müsste eigentlich nur den Dinosaurier irgendwie übernehmen. Was ist das, der Grüne? Ist das da so eine Pflanze, die wir brauchen? Oder muss ich den damit aktivieren? Nee, noch ein weiterer Mond. Aber wo ist er? Da nicht. Okay, nochmal vielleicht genau die Umgebung beurteilen. Wüsste ich jetzt nicht, wo der... Ist es der da hinten? Das ist der da hinten. Okay, wie soll ich schneller... Wie soll ich so schnell denn hierher kommen? Okay. Was hast du denn zu sagen? Zieh mal am Hebel und halte Samen. Ja, das mache ich. So. Können wir den wenigstens einpflanzen? Hallo Dino? Da haben wir zum Beispiel einmal. Nicht so. Genau, wachs mal. Das war der eigentlich für den gewesen? Okay. Wo wächst du denn auch ganz hin? So, da hinten haben wir auf jeden Fall einen zweiten Spot. Bringen wir dich mal dahin. Ich meine, den Dino muss ich ja noch eigentlich einmal. Ja, wow. Wo bringst du mich ganz hin? Oder bringst du mich wieder zurück nach oben? Nee, nach oben will ich noch gar nicht. Jetzt will ich dann hier unten erstmal bleiben und gucken. Ja, und wie nehme ich jetzt dir das Hütchen ab? Rabbel mich nicht platt. Großer.
Ja, so zum Beispiel machen wir das. Okay. Und jetzt kann ich nämlich selber wieder ins Dino. Alles kaputt machen. Alles kaputt machen. Solange wie ich das halt kann. Ich kann auch die Bäume aus dem Weg räumen, hier die kleinen. Hey, cool. Frage ist, wie lange ich jetzt auch hier drin bleiben kann. Aber ein paar Sekunden ging das ja. So, damit haben wir auch das schon mal. Ich würde nicht da lang. Oder hier lang. So, wie nice. Da haben wir noch was. So, rosa. Und hier haben wir auch noch einen. Eine kleine Pyramide. Ja, das war zu groß. Das hast du schon mal gesagt. Okay. Haben wir Münzen. Und was haben wir da unten noch vergraben? Total spannend hier. Mal. Da liegen so Münzen auch im Wasser. Wer bist du eigentlich? Bist du hier unten gestrandet? Ich darf nur Abenteurer vorbeilassen. Das ist eine, sind Sicherheitsvorschriften. Im Moment siehst du nicht ansatzweise wie ein Abenteurer aus. Ah, ich muss dafür also das richtige Outfit tragen? Okay, auch gut zu wissen. Du siehst nicht aus wie ein Abenteurer. Ja, dann muss ich halt zu einem werden. Was ich auch noch mal jetzt noch ein zweites Mal probiere. Ja, ich einen Samen kriege von dir. Schon wieder. Mach mal. Was ist denn hier unten los? Warte, der Hut, der war hier. Und dann wollen wir doch einfach mal schnell dahin. Aber ich bin nicht schnell genug. Nee, ich bin nicht schnell genug. Ich bin dafür nicht schnell genug. Okay, wo bringt mich diese Röhre hin? Bringt die mich zurück? Toll, was denn? Was ein falsches Spiel du mit mir spielst. Okay, das bringt mich schon mal weiter. Ich nehme die goldene Mitte. Also ein kleines Rätsel. Oh man. Und jetzt nehme ich einfach mal den hier und bin wieder am Anfang. Bam, bam. Dann gehen wir einfach mal hier auf die Seite. Und sind auch wieder am falschen Spot gelandet. Bam, bam, bam. Okay, dann probieren wir jetzt auch einmal die goldene Mitte aus. Einfach just for, wird wahrscheinlich falsch sein. Ja. Okay, ich habe jetzt alle ausprobiert. Das heißt, es ist oben links. Dann lass mich dahin. Gib mir das, was ich brauche. Und jetzt haben wir noch einen weiteren Mond bekommen. Sehr schön. Okay. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, anscheinend gibt es hier unten aber noch weitere Abenteuer zu entdecken. Besonders uns auf diesen einen Mond. Wie soll ich diesen einen Mond noch bekommen, den anderen? Das interessiert mich auch gewisserweise. Da rennt der Dino wieder rum. Da haben wir auch noch was Glitzerndes. Lass mich in Ruhe, Mr. Dino. Noch ein Mond. Den nehmen wir mit. Der Fels im Herzen des Waldes. Also hier war ein Fels drunter gewesen. Okay. Gut. Erstmal so weit, so gut. Und dann sage ich wohl erstmal, lass es das Ende des heutigen Parts sein. Und dann erkunden wir den unteren Teil hier. Noch ein bisschen.
bisschen weiter. Würde ich definitiv sagen. Guck mal, hier kann ich auch den Stein verschieben. Krasse Sachen. Okay, was bringt mir das noch? Will ich noch einmal jetzt erfahren? Da haben wir noch einen Durchgang freigeschaltet. Okay, das heißt, wir gehen im nächsten Part dir in dieses Loch rein, holen uns da die paar Münzen und erstmal heißt es in diesem Sinne, bis dahin und ciao.